Herzlich willkommen zu einem neuen Paket. Jetzt rum. So, jetzt ist richtig rum. Ja. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Du genau. musst das Handy drehen. Genau, wir fangen an auszupacken und sind gespannt, was da so Schönes drin ist. Wie man sieht, mal wieder ein Paket von Amazon. Mhm. Er hat das gedacht. Ja, also da kriegt man schon ziemlich viel. Also bin ich auch überrascht. So gut wie alles konnte ich bisher bei Amazon bestellen. Mhm. Dann haben wir hier einmal, da haben wir kein Video von gemacht, und zwar wir haben vom Wohnzimmer in euer Schlafzimmer, hier ins Zimmer und das Bett ein LAN-Kabel gelegt. Mhm. So, und wenn hier der PC steht, ist das ja aber nicht lang genug. Deswegen habe ich jetzt nochmal ein Verlängerungskabel ganz einfach gekauft. Ah, okay. Links, so was. Dann haben wir, das dürfte, ich verrate mal nichts, wir machen es einfach auf. Ui. Das ist ein ganz einfaches DisplayPort-Kabel. Mhm. Fühlt sich aber gut an. Was macht das so? Naja, jedem ist bestimmt der Begriff HDMI-Kabel bekannt. Mhm. Und das ist halt so die Neuzeitgeneration davon quasi. Warum? Ich weiß nicht warum. Also irgendwie besser oder so. Genau. Das wird halt mehr benutzt für Bildschirme und so. Wahrscheinlich für eine bessere Übertragungsrate oder so. Und was kostet so ein tolles neumodisches Kabel? 15 Euro. Okay. Mhm. Ach so, und das Kabel hier glaube ich auch 15. Ja. So, und dann haben wir noch, für den Computer auch wichtig, man kann es vielleicht bei der Verpackung schon erahnen, ein bisschen. Ein bisschen RAM. Mhm. Für was ist RAM gut? Braucht man, damit der PC läuft. Also das ist so Arbeitsspeicher quasi. Ja, okay. Man speichert da die Dateien zwischen. Ich weiß nicht, ob ich hier richtige erzähle, aber wenn nicht, auch nicht schlimm. Okay. Ich kann den nochmal hier so zeigen. Oh, fühlt sich aber gut. Hm? Das ist insgesamt 32 GB. 3600 MHz, CL16, falls jemand damit was anfangen kann. Mhm. Von Corsair tatsächlich, der teuren Marke, sagen wir so. Was denn? Ich kann's schneiden. Sprich mal hier rein. Du guckst immer so mich an, du guckst immer so hier vorbei. Achso. Aber sprich mal so ein bisschen hier rein. Ja, okay. Wo fangen wir jetzt an? Sag nochmal die Marke. Okay. Läuft schon wieder. Achso. Das läuft. Also der RAM ist von Corsair. Der Corsair Vengeance, wie man hier unscheinbar sieht, kostet ungefähr 100 Euro. War, glaube ich, im Angebot. Ich weiß es nicht genau. Ich packe jetzt hier aber auch ganz einfach wieder rein. Bis er in Benutzung kommt, weil dann hier drin ist er sicher. Genau. Also nichts Besonderes, aber braucht man halt, sagen wir so. Ich glaube, guckt rein, nichts mehr drin. Das war's. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen oben nicht nach oben nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Bis dann.